auf ein neues. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles im Auftrag des Königs. Ja, wir haben mit Baromir gesprochen. Und gut, die Pfanne ist so weit entfernt. Und ich möchte noch mal ein bisschen was braten. Ja, und für Baromir haben wir jetzt hier Geleitschutz angeboten. Also mit ihm haben wir uns geeinigt, dass wenn was passieren sollte mit Baromir, dass wir auf jeden Fall ihm zur Seite stehen. Der hat aber komische Steine hier liegen. Als Deko. Naja. Gucken wir uns ein bisschen weiter um. Ja, Heilpflanze. Wo kommen wir irgendwie hier hinten rum? Vielleicht gibt es da was. Nee. Von der Seite nicht. Muss man alle Ecken durchsuchen. Nope. 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 Nix. Vielleicht auf seinem Dach? Man weiß es ja nicht. Vielleicht können wir auch hoch. Nee, wird nuscht. Ja, dann werden wir mal weiter auf die Suche gehen nach wichtigen Pflanzen und Kräutern. Und nach Pilzen natürlich vor allem. Also es gibt hier sehr, sehr, sehr viel zu holen hier auf dieser Insel, was ich auch gut finde. Waldbeeren, Früchte, alles Mögliche. Das kann hier noch ein bisschen dauern, bis ich hier alles abgeklappert habe. Dann bin ich sowieso gespannt, was es mit den... Oh, Flammendorn. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Da bin ich auch gespannt, was es mit dem Wölfchen da hinten auf sich hat. Wollen wir mal ein bisschen kämpfen. Wo ist er denn, der Wolf? Also. Oh oh. Ein wilder, brutaler, kräftiger, daneben hapsender Wolf. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Und ich ihn auch. Jep, das gibt ein Wolfsfell. Auch hier wird wieder gezeigt, dass ich kein Vegetarier bin und ganz gerne mal Fleisch esse. Aber rohes Fleisch, das ist nicht so mein Ding. Bringt auch nicht so viel. Oh, Flammendorn. Ja, hier gibt es die alten Gothic-Früchte, ist mir aufgefallen. Trollkirsche, Flammendorn. Das ist ja irre. Find ich gut. Mann, oh Mann, ist das hier alles voller Kräuters. Kräuters. Dunkelpilzers. Und? Kann man hier irgendwo hoch? Nö. Aber eine Feuernessel. Und ich habe aus der Entfernung schon etwas. Bingst, gelunzt. Da hinten steht nämlich jemand. Und da ist ein Strand. Und, oh, ist das spannend hier alles. Adarmos. Was ist denn das für ein Heinz? Oh. Wollte eben mal wieder. Vielleicht muss ich ja da schon meine Sträflingskleidung anziehen. Schwarzer Gobbo. Hoppopopo. Oh, mal gucken. Mal erstmal abspeichern, oder? Ja, speichern wir erstmal ab. Schauen wir mal, was der schwarze Goblin da hinten bewacht. Der ist so ganz einsam und allein. Mal gucken. Noch ein schöner Wasserfall. Na, dann. Komm mal auf mich zu. Seitenausfallschritt. Nicht zu plündern. Hat gut geklappt. Was haben wir denn hier? Ah, wieder Früchte. Also hier kann's. Hier kann man auch eigentlich gute Ressourcen fürs Kochen sammeln. Also hier gibt es alles Mögliche, also gute Ressourcen fürs Kochen. Das ist so die Kräuterinsel, die Kräuter- und Früchteinsel. Und wir sehen, da hinten gibt es eine Brücke. Und was gibt es hier noch so zu holen in der Ecke? Snapperkraut. Und da unten gibt es auch Lurker.
Hoffentlich ist es nur so eine entspannte Insel. Das wünsche ich mir ja so. Dass wir hier nicht wieder so bis in Ultimo kämpfen müssen und immer weiter kämpfen. Ja, dann wollen wir mal gucken, was es hier gibt. Ach, und ich sollte noch sagen, dass diese... Das ist noch ein schwarzer Gobo. Ja, gehen wir erstmal über die Brücke rüber. Wegen der Fehler, Renderfehler, der Streifen, das kommt doch vom Renderer. Na, also jetzt gerade da wieder. Weil die sind ausschließlich immer im Bereich des Wassers. Also all das, was Ozean ist. Oh Mann, wollte ich das denn wirklich so hinnehmen? Ach so, die tanzen nur. Ja, dann lassen wir doch die hüpfen nur. Die kleinen Kinder. Ehrlich. Wie die kleinen Kinder. Ah, der hat was. Der hat auch was. Was ist denn... Ja, nee! Leute, seid ihr denn bekloppt? Das war aber gemein. Jetzt bin ich hier reingefallen. Ja. Sowas Dulles jetzt aber auch. Nee, hier ist kein Lurker. Ich will ja wissen, was da oben ist. Ah ja, noch mehr Goblins. Ah, es ist zu verkraften mit dem Strich. Der ist ja nicht mitten. Da ist ein Lurker, okay. Der hat sich dann mal einfach hier mal so vorgewagt. Was für ein Zeug? Oh, da war ich wieder zu schnell. Was war das für ein Kraut? Kastanienkraut? Nö. War wohl nix. Muss ich im Schnitt gucken. Da ist das Zeug. Das sieht aus wie Brokkoli. Das nennt sich Kastanitenkraut. Eine wohlriechende Pflanze. Naja, was kann man mit der machen? Da ist nichts zu holen. Okay, haben wir ja schon. So, jetzt sind wir wieder hier an der Stelle, wo wir runtergefallen sind. Da war es wieder. Kastanitenbraut. Hier ist noch was. Bergmoos. Sumpfkraut. Noch ein Sumpfkraut. Das sieht man alles gar nicht so auf den ersten Blick. Also diese Insel, die ist ja echt reich an Vegetation zur Verwertung. Okay. Hör doch wieder was. Da ist es wieder, dieses komische Kastanienkraut. Da ist was, da sind welche, da sind welche. Korsaren. So, wo ist die Sträflingskleidung? Da ist er, Schutz vor Waffen 15. Ach ja, toll. Kann mir mal wieder hier die Sonne auf den Rücken brutzeln. Schauen wir mal. Was die Korsaren so sagen. Ob sie mich angreifen. So, Schubidu, ich bin ein Sträfling und wer bist du? Eine Weidenbeere. Oh, die Musik wird auch psychedelischer. Da ist wieder eins. Da ist ja so ein scheiß Gobo. Mann, oh Mann, oh Mann. Gerade noch geschafft. Das war's für dich, Penner. Aha. Das war jetzt eine komische Situation. Bekämpfe erst die Korsaren, wenn du alles über sie erfahren hast. Ja, und die sind ja direkt vor uns. Doch zuerst war ein Goblin. Und ich werde doch nochmal wieder uns verkleiden als gut gerüsteter. Weil da oben sich ein Gobo versteckt. Der ist hier oben irgendwo. Was ist denn jetzt los? Ach so.
Alles klar, Ich dachte, die würden mich nämlich noch gar nicht entdecken. Okay, dann muss ich halt eben so machen. Das war eben ganz schön heftig. Wenn die mich mit so vielen Pfeilen attackieren. So, komm runter hier. Ich weiß, dass du hier oben steckst. Da ist er. Mein Gott, der war so langsam. Ah, das haben wir gut machen können. Oh, und es gibt ein Butlerfleisch. Ein bisschen Weidenbeeren. Noch eine Weidebeere. Noch eine Weidenbeere. Was gibt's denn eigentlich da oben, wo der Gobbo herkam? Möglich ist alles. Oh ja, also jetzt machen die Korsaren nichts. Gut zu wissen. Auf jeden Fall gucken wir mal erst. Aha. Was es hier gibt. Mein Gott, ist das spannend. Okay. Vielleicht gibt es hier noch eine ganz geheime Ecke mit vielen Heilpflanzen. Ja, okay, da gibt es wieder einen Fluss. Rabenkraut. Habe ich eben auch schon in der Folge gefunden. Also offline. Als ich wieder auf den neuesten Stand kommen wollte. Oder gegangen bin. Nachdem ich die Salzmine doch noch... Nee, nicht die Salzmine, die Silbermine doch noch geerntet habe. Was für eine Aussicht hier. Schöne Aussicht, da schwimmt irgendwas im Wasser rum. Snapperkraut. Dunkelpilze. Weiter. Oh, da hinten ist auch was. Was ist denn da alles? Ah, hier ist auch noch so ein Gebäude. Das könnte die Kapelle sein. Okay. Oh. Erstmal hier die ganzen Ressourcen abmampfen. Oh, und Wolf. Nee, da habe ich jetzt noch keinen Bock drauf. Das will ich machen, wenn ich mir auf der sicheren Seite liege. Für sicheren Seite zu liegen ist wahrscheinlich auch ganz gut. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu den Korsaren. Dann gehen wir mal ganz hochoffiziell durchs Tor und sehen, was passiert. Hallo Leute! Oh, die gucken mich schon mal an. Oh, da ist auch jemand. Halt! Sofort stehen bleiben! Was willst du hier? Ich bin gekommen, um bei euch mitzumachen. Pah, so ein Unsinn. Was hättest du denn für einen Grund, dich uns anzuschließen, hä? Gold, Schätze und Reichtum. Was denn sonst? Du weißt, was du willst, das muss man dir lassen. Na gut, geh rein. Aber wehe dir, wenn du Ärger machst. Jo, schön. Wie steht's? Womit? Rede Klartext, Mann. Na, wie ist die Lage im Lager? Nicht so toll. Wir haben zwar jetzt diesen Schwarzmagier bei uns, aber was haben wir davon? Wieso, was meinst du? Wir gehen hier draußen vor die Hunde, weil wir keine guten Jäger sind und die Nahrungsmittel knapp werden. Der Magier könnte uns doch dabei helfen, aber er denkt nicht daran, sondern ist mit irgendwelchem Kram beschäftigt. Womit ist er denn beschäftigt? Keine Ahnung. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Wir brauchen Fleisch, das ist wichtiger für uns. Aha, wir brauchen also Fleisch. Das heißt, entweder rohes oder gebratenes. Wird bestimmt so eine Rohfleisch-Quest. Gut, dann gehe ich für euch jagen. Sag mal, was hat es mit dem Magier auf sich? Wie lange bist du jetzt schon bei den Korsaren? Auch werden wir erstmal ein bisschen persönlich. Wie lange bist du schon bei den Korsaren? 8 Jahre oder sind es schon 10? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon so viele Dörfer geplündert und die Zeit verging schnell. Und was ist mit dem Dorf auf der Insel? Habt ihr vor, es ebenfalls zu plündern? Hey, ich bin nicht dein Informant, klar? Schon gut. Wollte nur wissen, ob ich dann auch an der Beute beteiligt werde. Ach so.
Warte mal. Okay. Das wirst du schon noch früh genug erfahren. Ah, ja, verstehe. Als ich vor einigen Tagen noch auf der Insel Tamora war, wurden einmal neben mehreren Schiffen der Orks auch 3 Korsarenschiffe gesichtet. Wart ihr das etwa? Ja, das waren wir. Und wo sind jetzt die beiden anderen Korsarenschiffe hin? Die haben noch was anderes zu erledigen. Mussten in den Süden. Und die Orkschiffe? Wohin sind diese jetzt gesegelt? Du fragst zu viel. Das gefällt mir nicht. Du solltest dir das schleunigst abgewöhnen, sonst lebst du hier nicht lange. Okay. Sag mal, was hat es mit diesem Magier auf sich? Sollte ich das nochmal erfragen, oder? Ich weiß ja nicht. Ich ihm schon zu viel frage. Trotzdem werde ich mal fragen nach dem Magier. Sag mal, was hat es mit diesem Magier auf sich? Geht dich nichts an. Ich will doch nur wissen, wer der Schwarzmagier ist und was er hier will. Du steckst deine Nase in Sachen, die dich nichts angehen. Lass das bloß sein, wenn du keinen Ärger haben willst. Schon gut, ich frage dich nicht mehr. Dein Glück. Okay. Ja, dann. Gut, dann gehe ich für euch jagen. Klasse. Bring uns 10 Fleischkeulen, das wird für den Anfang reichen. Aber beeil dich. Wir haben schon alle einen Mordshunger, weil es nichts Vernünftiges mehr bei uns gibt. Gut. Wo soll ich das Fleisch abgeben? Mount verwaltet bei uns alle Waren, also auch die Lebensmittel. Bei ihm kannst du das Zeug abgeben und dich bezahlen lassen. Ich sage ihm dann, was er dir für das Fleisch geben soll. Mount. Also Mount der Verwalter. Gucken wir mal, wie viel Fleische wir haben. Großfleisch. Nur ein Stück. Das heißt, wir müssen also rüber und dann mal hier die Lörker erledigen. Ja, in dem Aufzug? Ich kann mich erinnern, ich habe doch noch irgendwo hier die Würfel dran, richtig. Da sollte ich natürlich wieder mein Lebenskraft-Amulett anziehen. Das habe ich auch hiermit gemacht. Und gespeichert. Und wenn ich nämlich hier meine Rüstung... Oh, das sind da gleich 3 auf einmal. Und wieso ist das hier so grün und hier so schön blau? Fragen über Fragen. Ja, okay. Wir wollen nicht zu sehr da in die Lurker-Geschichte rein. Einfach nur mal anlurkern, anlocken. Die Lurkertjes. Okay. Oh ja. Ich komme mir vor wie so ein Survival-Trainer. Jawohl, und zurück. Wie ist der nicht so schnell am Schwimmen, der Lurker? Waffe ziehen. Hä? Och, Menno, da denkt man sich so, och, der würde schön hinterherkommen. Ist aber nicht. Der bleibt da einfach hängen. Kann ich hier irgendwie stehen? Nee, auch nicht. Jetzt kann ich stehen. Okay. Es gibt nur Lurkerhaut, kein Fleisch. Das ist doof. Was passiert, wenn ich hier in der Nähe von den Lurkern mal einfach meinen Schlafsack ausbreite und ein bisschen schlafe? What will happen? Werde ich dann des Nachts von den Lurkern gefressen? Das werden wir erfahren, wenn wir bis zum Sonnenaufgang schlafen. Nö. Da passiert nix. Kennt das von Dickorick, dass dann plötzlich irgendwie daneben so ein Vieh steht? Und da gab es noch einen lustigen Spruch dazu. Okay, dann machen wir die mal eben platt. Okay, das ging gerade eben mal so. Dunkelpilz. So, was haben wir denn da hinten zu? Einmal muss ich den Bogen neu anspannen. Was haben wir denn da hinten noch so? Ein Keiler. Ach ja, Keilerfälle. Und was ist das? Ein Irrlicht. Wie schön. Was hat's mit dem Irrlicht auf sich?
Ach, Mann, Irrlichter. Gucken wir mal. Essen wir mal und gucken, ob wir den Keiler so hinkriegen. In dem Aufzug. Weil der ist ja Anfang des Spiels ja ziemlich streng gewesen mit mir und seine Kollegen. Okay. Haben wir mal ein bisschen Glück gehabt. Gut, das hat ein bisschen Fleisch gebracht. Oh, das Irrlicht macht mich dull. Kann ich das irgendwie vernichten? Ah ja. Ui, was ein Feuerwerk. Nicht zu holen. Okay. Nicht zu holen. Da fällt mir gerade was ein, auch wenn jetzt Alain mal zuhört oder zuguckt. Eventuell, es gibt in Gothic, ich weiß nicht welche Version, ein Irrlicht, das führt einen immer zu Tieren oder auch Pflanzen, damit ich weiß, wo es was zu holen gibt. Vielleicht kann man das hier in Odyssey auch einbauen, ich weiß es nicht. Seraphis. So, ich glaube, ich bin weit genug von diesen Korsaren entfernt, dass ich hier wieder meine bessere Rüstung anziehen kann. Und den Wolf, der gibt ja auch noch Fleisch. Und da hinten gibt es auch noch die lustigen Feldräuberches. Gibt es hier noch? Oh ja, ein Lurker. Machen wir den erstmal platt. Ah gut, okay, das sind gleich zwei. Machen wir erstmal einen nach dem anderen. One after the other. Na, das ist aber ganz schön ausgewufft hier. Ah, okay. Drachenwurzel. Dunkelpilz. Dunkelpilz. Heilpflänzchen. Ach, das machen wir das später. Im Off gehen wir erstmal der Hauptbeschäftigung nach. Und zwar Fleisch holen. Für die Korsaren natürlich. Bisschen. Oh, so ein kräftiger wilder Wolf hier. Oh, kräftig zuweisen kann. Bisschen was essen hier, bevor wir hier auf Angriff gehen. Oh, was gab's jetzt? Gab irgendwas. Das habe ich nicht hingeguckt. Naja, auf jeden Fall mal speichern. Da gab es ein bisschen mehr Mana. Ich habe es jetzt gerade nicht gesehen. Ich habe gerade woanders hingeguckt, aber das habt ihr ja nicht gesehen. Ja, komm Wolf. Er versteckt sich hinterm Sparren. Okay, kleinen Seitenausfallschritt nehmen. Oh, Mann. Wolf, Roland, du sollst hier nicht Fahnen schwingen, du sollst zuhauen. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ein bisschen Dunkelpilz essen, da hat es was gegeben. Ich muss im Schnitt sehen, ob das Mana war. Für gewöhnlich wäre es ja Mana. Das ist natürlich gut. Dann geht's mal weiter. Ein bisschen weiter was looten. Ach, das mache ich im Off. Das mache ich im Off. Also während ich hier nochmal gucke. Gibt's bestimmt. Genau, richtig. Dann können die hier schon mal rumkrakeelen. Ach, das war nur einer. Gut. Den will ich auch haben. Mal gucken, ob das auch so kräftige Viecherchips sind. Oh ne. 100 Erfahrung. Welträuberzangen. Aber gibt kein Fleisch. Das mache ich später. Wo hole ich denn jetzt das Fleisch hier, Leute? Wäre ganz gut zu wissen, wo ich jetzt
Ach so, von ihm da hinten. Hm, verkaufst du auch Fleisch? Gucken wir nochmal eben. Fleisch für das Lager, bevor ich mich hier irgendwie abmühe, hier bei irgendwelchen Tieren, die kein Fleisch haben. So, Korsaren 10 Stück, also 10 Fleisch. Ach, dann holen wir halt eben für 30 Gold hier mal 10 Fleische. Was soll's? Oh, wo ist er denn? Ah, da ist er. Oh. Hey, du. Sitzt da in der Ecke. So, Fleisch kaufen. Ein Fleisch kaufen. Gib mir eine Keule. Schmackhaftes Mulrat-Fleisch. Zum besten Preis. Okay. Gib mir eine Keule. Schmackhaftes Mulrat. Ja, okay. Gib mir eine. Schmackhaftes Mulrat. Ja. Gib mir ein. Schmack. Gib mir eine. Schmackhaftes Mulrat-Fleisch. Ja. Wissen wir jetzt. Mal gucken. Erstmal zwischengucken, wie viel wir an rohem Fleisch jetzt haben. Okay, noch 2 Stück. Hey, du. Gib. Genau, jetzt haben wir 10 Stück. Das ist gut. Und dann sehen wir uns bei den Korsaren wieder. Dann werde ich hier noch hier ein bisschen nebenbei die Kräuter looten. So, dann wieder unsere ärmliche Kleidung anziehen. Wo ist die ärmliche Kleidung? Nee, das ist sie nicht. Da ist sie. Oh ja, ich habe euer 10 Fleisch. Ich eile. Ja, okay. Ich muss ja zu diesem Mount hin. Gucken, wo Mount ist. Da ist Mount. Hey, Mount. Hallo. Hallo. Wer bist du und was willst du hier? Ich bin ein ehemaliger Sträfling, der hier Schiffbruch erlitten hat. So, so. Und wer bist du? Ich bin Mount, der Verwalter dieses Lagers. Du bist also ein Schiffsbrüchiger? Na, ich will es dir mal glauben. Woher kommst du? Ich komme von der Insel Tamora, wo ich abgehauen bin. Ich bin da mit einem Boot hier hingekommen, habe aber kurz vor der Insel, wie gesagt, Schiffbruch erlitten. Und? Was willst du jetzt machen? Ich würde gerne Korsar werden. Du willst Korsar werden? Bei uns? Das wird aber nicht leicht. Mir egal. Ich bin schon so einiges gewöhnt. Haben Korsar nicht auch den Hut auf, den der Roland trägt? Kann ich mit dir handeln? Hm, wenn du für mich etwas erledigst, dann schon. Ja, ich soll dir aber Fleisch geben. Ich soll dir Fleisch geben. Ah, danke. Ja, und was gibt's noch zu tun, Mount? Hast du etwas zu tun? Wenn du Korsar werden willst, habe ich einen Auftrag für dich. Suche unseren Kontaktmann Alvarez auf, der sich in der Nähe des Dorfes aufhält. Was ist mit ihm? Der Kerl hat sich, seitdem wir hier sind, auf unsere Seite getan. Er versorgt uns mit Informationen. Ah. Also, was soll ich Alvarez fragen? Frag ihn, was es Neues gibt. Vor allem müssen wir wissen, ob ein Angriff gegen uns geplant ist. In Ordnung. Und wenn er dich nach seiner Bezahlung fragt, dann kannst du ihm den Arsch versohlen, weil er sich bisher nicht gemeldet hat. Aber töte ihn nicht, sondern prügle, wenn nötig. Nur die Information aus ihm heraus. Sag ihm auch, dass er sein Gold später bekommt. Alles klar. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal ins Logbuch. Der Späher der Korsaren, da steht es drin, dass ich wieder zurück zu den Söldnern gehen soll und mich beim Kontaktmann Alvarez melde. Ja, was gibt's denn noch hier so zu gucken? Was haben die Korsaren noch so alles hier? Scavenger am Spieß. Lecker. Eine Pfanne. Erik, wer bist du denn? Hallo, wer bist du denn? Deine dämliche Fresse habe ich hier noch nie gesehen. Bist wohl ein ganz harter, was? Halt's Maul, sonst schlitze ich dich auf. Klar? Jetzt bleib mal friedlich. Was ist denn mit dir los? Das geht dich nichts an, klar? Warst du eigentlich schon bei unserem ersten Offizier? Wenn nicht, dann solltest du das schleunigst tun. Wir dulden nämlich keine Fremden hier im Lager. Na komm, sag schon, was dir so auf den Sack geht. Du gibst nicht auf, was? Na schön. Ich habe in der Nähe des Dorfes mein Amulett verloren. Ich wollte nämlich diesen Pennern ein Schaf stehlen, doch einer der Söldner entdeckte mich und schlug Alarm. Ich bin gerannt wie ein Snapper, da schon bald das halbe Dorf hinter mir her war.
Dabei habe ich dann das Amulett verloren. Verstehe. Was war das denn für ein Amulett? Ein Amulett, das die Geschicklichkeit steigert. Sehr hilfreich. Vor allem beim Clown. Naja, sehr geholfen hat es dir ja nicht. Ach, das war einfach nur verdammtes Pech, nichts weiter. Ansonsten hat mir das Ding immer geholfen. Ja. Wäre gewagt. Na, das machen wir lieber nicht, aber mal gucken. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich werde das Amulett suchen und du gibst mir hierfür etwas Gold. Wirklich? Das wäre mir, sogar ganze 100 Goldstücke wert. Abgemacht. Ja, das wäre doch mal eine tolle Sache. Ja, der Erik. Was ist, wenn ich den rumstehle? Nö, passiert nichts. Und wer bist du? Hilf's mal. Was suchst du hier? Geh! Okay. Ja, liebe Leute, dann werde ich mich auf den Weg machen. Ich verabschiede mich hier für diese Folge. Ein herzliches Hallo und Dankeschön fürs Zuschauen. Ein Kommentar oder mehrere und einen Daumen wären hilfreich. Tschüss!